Athleten. Rechts davon, bei Sabine Kühner, stellen wir wieder mehr über die Flächigkeit, hier über die große Farbfläche, die hier in der Mitte des Bildes sitzt, das Grün, die Wiese, die offensichtlich dann noch viel näher an der Normalität zu liegen scheint, aber die Figuren, die hier auftauchen, die haben etwas, was außerhalb einer vorgestellten wirklichen Realität zu liegen scheint. Hier ist es die pure Emotion, die hier dargestellt wird. Und im Hintergrund sind ganz Träume, die Berge und die Wolken, die vielleicht eine Gewitterstimmung ausdrücken, sichtbar. Als ich das Bild ausgepackt habe hier, bevor wir es gehängt haben, musste ich unmittelbar an Ernst Ludwig Kirchner und seine Davos-Bilder denken. Einige von Ihnen kennen Sie vielleicht, wenn Sie noch nie dort waren, wenn Sie wieder reisen dürfen, fahren Sie mal nach Davos ins Kirchner-Museum. Sehr eindrücklich, das ist eigentlich die Spätphase von Kirchner, nicht mehr die klassisch-expressionistische Phase, die dort ist, auch wenn er schon sozusagen in den 20er Jahren Davos war, ist er vor allen Dingen danach, da hat er noch ganz viele Gemälde dort geschaffen, die durch eine ganz eigene Farbigkeit ausdrücken. Da taucht Braun auf, Lila, Rosa und viel gedeckter, als wir das in dieser frühen expressionistischen Phase zwischen 1905 und 1910 kennen. Also insofern eine ganz spannende Situation, die wir in diesem Bild vorfinden, wo wir eigentlich beide Elemente haben, die Farbe, die farbige Intensität in den grünen Flächen, in dem Gelände und dann plötzlich dieses pinkfarbene, rosa Farbe, diese Töne, die so eine ganz andere Anmutung haben, die auch viel gedeckter sind als das, was wir in der Bildung haben.